Jo Leute, was geht ab? Flo's wieder am Start. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Smite. Und wir sind wieder in der Arena. Und ich muss mal ganz kurz schauen, was ich mir jetzt kaufe hier. Das hier ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Und dann noch die Boots dahinterher. Und ich spiele mit einer Göttin, die ich noch nie gespielt habe. So, ihr kennt das ja bereits. Und heute ist es Nox. Ich habe mir die Fähigkeiten ganz kurz mal durchgeschaut. Eins, Nox verlängert ihren Schatten, verwurzelt ein einzelnes Ziel und verursacht Schaden über Zeit. Oh, jetzt geht schon los. So. Ach, guck mal, das ist jetzt so eine Void, die so explodiert irgendwann. Ich hatte das auch wohl genommen, okay. Ah, guck mal, und die drei, da kann ich in so ein anderes Ziel rein. Und dann Schaden verursachen, wenn ich dann wieder rausgehe. So, das Ding brauche ich nicht. Eins ist so eine Linie und da verwurzel ich den ersten Gegner, der da kommt. Oh, krass, da haben wir erstmal First Blood direkt geholt. Ach so, die Void kann ich auch, das kann ich nicht nur um mich rum machen, die kann ich auch da vorne jetzt zum Beispiel setzen. Die macht doch ganz guten Schaden, ehrlich gesagt. So, ich habe ja dieses automatische Hochleveln drin. Da wird als erstes die 3 hochgelevelt. Ich werde auch meine Ulti, sehe ich gerade. Okay. Wow, das war jetzt ein bisschen Harakiri von mir. Sorry, ey. Da bin ich voll reingegangen. Okay. Boots habe ich jetzt am Start. Ich bräuchte aber mal irgendwas Mana-Rack-mäßiges. Dann kurz vorgepasst. Jawohl, den haben wir erwischt, obwohl ich den zweiten Skillshot gar nicht getroffen habe. Boom. Boah, die ist mit dem Reingehen, macht aber. Ist aber böse. Vielleicht soll ich das mal mehr auf dem Befreundeten machen. Okay, also das ist die Void Zone. Boom. Und das ist dieses Festhalten. Nein! Boah, die mich noch erwischt, ey. Ich war doch fast raus. Ich brauche hier einen MP5. Da ist viel MP5 drauf, aber das kann ich mir noch nicht holen. 1300, aber darauf warte ich noch. Warte mal. Rockship vorwärts und versuche Schaden an allen Gegnern, wenn sie einen freundlichen Gott trifft. Sehr nice. Boah, wie viel Schaden das von der Skiller macht. Also ich glaube, ich muss das eher auf dem verbündeten Board, Dings ansetzen, oder? Macht er sonst echt nicht so viel Schaden. Uiuiui. Ich muss wieder zurück, Freunde. Schnell weg. Aber ich kann jetzt auch dieses Mana-Rack-Ding holen. Kronos-Anhänger. Okay, das ist also, die 2 ist also so zum Wave-Clearen. Ganz nice. Oh. Ja. Ich bin jetzt hier drin. Vielleicht kann ich die Skiller dann mal ein bisschen... Oh. Ach so, genau, die in der Void Zone sind ja auch gesilenced. Natürlich auch ein ganz netter Effekt. Jawohl. Haben wir sie gekriegt. Eiskalt. Oh, Mama. Oh Gott.
Die macht da richtig bösen Schaden. Verdammte Axt. Okay. Magischer Lebensraub, Durchdringung. Ich hole mir das hier, magischer Lebensraub. Ich habe jetzt hier meinen Mana-Rack, habe ich jetzt am Start. Der Kronos-Anhänger ist auf jeden Fall schon mal nice. So, jetzt werden wir den erstmal schön die Wave wegkriegen. Und ein bisschen Silence verbreiten. Scheiße, oh nein, falsche Taste. Das war nicht so gut. Ich wollte da gar nicht reingehen. Ich habe aus Versehen die 3 gedrückt. Na doch, mit Nox habe ich bisher sehr starke Stats. 1,49 läuft. Läuft gut. Was macht denn der Loki da? Gegen die Wand rennen? Okay. Ja. Ich glaube, da muss ich mich mehr an die Verbündeten halten. An die Bellona jetzt zum Beispiel. Da irgendwann nur wieder raus. Boah, nein! Ist die Bellona die? Bellona. 9 Kills hat die schon von uns? Krass. Die ist echt sehr gut gefeedet. Auf die müssen wir jetzt wahrscheinlich setzen. 830, kann ich da drauf noch warten? Na, jetzt muss ich warten. Okay, am Start. Nox entfesselt einen Vortex von dunkler Energie, der bei Kontakt mit Blabla explodiert, wenn man Schaden verursacht. Naja. Also wenn die jetzt reingeht, ich bin am Start. Ja, das war gut. Oh Gott. Ey, krass. Da wird die geschnappt, ich gehe raus und sterbe auch dabei. Das war natürlich jetzt richtig stark. Nein, ich habe meine Ulti nicht mehr rausgekriegt. Boah, ey, krass, wie oft ich jetzt schon gestorben bin. Das ist echt heftig. Vielleicht kann ich die Ulti noch irgendwie... Achso, das geht gar nicht. Okay, wir müssen jetzt erstmal den hier töten. Boom. Da geht's hoch. Ah, der Enemy ist wieder da. So, ich muss mich jetzt ein bisschen zurückhalten, Freunde. Ich geh jetzt mal ein bisschen wieder auf die Bellona mit. Oh Mann. Bin man natürlich auch mal direkt tot, ne? Jawohl, schön. Nein! Boah, ich muss die 3 nutzen, um wegzukommen. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Deswegen habe ich das ja nicht so hoch gelevelt. Das ist ja dafür jetzt nicht da. Ist auf jeden Fall Fakt, dass ich sehr viel Schaden einstecke und... nicht sehr viel Schaden einstecke und einfach zu schnell sterbe. Oh, das hat gut geklappt. Wow. Das habe ich jetzt schnell gedodged. Okay, so langsam kann ich mit dieser Scherbe anfangen. Nochmal wieder hier rein. Krass. Oh nein, unsere Bellona ist tot. Das ist quasi unsere Hoffnung. Bellona ist die Hoffnung. Oh, jetzt habe ich die Void Zone hier hingesetzt. Das war natürlich nicht so gut. Wow. So, schnell das Ding gekauft und dann weiter geht's.
Der Apollo ist auch schon ganz gut gefeedet, habe ich so das Gefühl. Okay, so langsam habe ich so, glaube ich, ansatzweise einen Plan, wie ich hier so vorgehen sollte. Mit der 3 haben wir wahrscheinlich nur reingehen, wenn ich das Ding so einigermaßen halten kann. Boom. Oh oh, oh oh. Schnell weg. Nein, boah, hat die mich da doch noch mitgekriegt, die Skiller, verdammt. Krass, ey, ich bin übergut heute. Ich bin richtig 1-9-13, Freunde. So läuft's hier. Wow, wow. Was, ich sterbe hier nicht? Krass. Nein, nein. Oh, ich dachte, die kommt jetzt so und tötet mich, aber ich habe es überlebt. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Ich habe alle Tasten auf einmal gedrückt. Das war vielleicht der Trick. Aber wir stehen weit hinten. Wir stehen wirklich weit, weit hinten. Uiuiui. Wow. Krass, jawohl. Die Skiller haben wir uns geholt, aber ich kriege hier sogar einen Assist noch für. So lobe ich mir das. Mein. Nein, da kommt die Skiller hinterher und räumt wieder voll auf. Ey, verdammte Axt. Ist hier eigentlich unser Nies AFK oder vertue ich mich jetzt hier? Jawohl, der Loki jetzt hat sich den geholt, so lobe ich mir das. Oh, das ist aber nicht schön. Der Ally ist weg. Bam! Den habe ich jetzt auch richtig aufgeräumt mit meiner Ulti. So soll es sein. Oh, die 1 ist aber auch stark. Jetzt lerne ich so langsam mal die Stärken von der Nox kennen. Ich weiß, es ist ein bisschen spät. Schnell weg. So. Diese Route brauche ich jetzt hier, die Tahiti-Route. So, wir haben jetzt nur noch 58 Punkte und jetzt so langsam lerne ich sie spielen. Das ist ein bisschen spät vielleicht, jawohl. Schön, schön. Nein, nein. Wow. Boah, krass. Skiller spielt wirklich stark. 17 Kills hat die auch schon, also ist quasi ein One-Shot, wenn die dich erwischt mit ihrem Stun. Tja, das ist das Problem gerade. Ah, man kann also nicht durch Wände mit dem Dings. Haben wir das gelernt. Okay. Werden wir da böse auseinander gepflückt. Boah, damit hätte die mich eiskalt getroffen, ne? Alle vor! Schönes Ding. Komm, da holen wir noch ein paar Kills hier. Soll ja der Geiz. Jawohl, nehmen wir uns auch noch. Achso, die kann da wegspringen. Schade. Hier. Das holen wir noch.
Uiuiui, aufpassen mit der Skiller. Wie geil. Jetzt gewinnen wir jetzt wahrscheinlich hier. Das ist lustig. Scheiße, die Bellona ist tot, doof. Nein. Oh nein, ich hab sie doch gesilenced. Och scheiße. Wahrscheinlich, wenn er die Attacke schon ausgeführt hat, dann... Ja, okay. Aber, ich sag mal so, zum Ende hin wird's noch richtig spannend. Da haben wir noch gut aufgeholt. Zum Ende habe ich dann Nox auch irgendwann vielleicht ansatzweise richtig gespielt. Ich bin mir nicht sicher. Aber die werde ich auf jeden Fall nochmal spielen. Das war nicht das letzte Mal. Meine Stats sind, glaube ich, eine mittelschwere Katastrophe. Muss ich gleich nochmal gucken. Was haben wir denn hier? 4, 12, 20. Ja, das kann man einfach so unkommentiert stehen lassen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen hoch und ich hoffe auch, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt sauber und bis dann. Ciao, ciao.